Mein Name ist Alexander Sander, ich bin Geschäftsführer des Digitale Gesellschaft e.V. und wir setzen uns für die Verteidigung von Bürgerrechten im digitalen Raum ein. Am 25. Mai findet die Europawahl statt und ihr könnt auf der Website wepromise.eu euer Wahlversprechen abgeben. Wir haben eine Charta aufgestellt mit 10 Punkten, wie die digitalen Bürgerrechte oder die Bürgerrechte im digitalen Raum in den kommenden 5 Jahren in der kommenden Legislaturperiode verteidigt werden sollen. Es geht etwa um Datenschutz, die Wahrung von Netzneutralität oder das Verbot von Netzsperren. Wenn wir nach Europa schauen, stellen wir fest, dass das Europäische Parlament, die Europäische Union, immer wichtiger wird für die nationale Gesetzgebung. Es droht zum Beispiel die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten. Zudem diskutiert man schon seit mehreren Jahren eine Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten. Um derartige in die Privatsphäre eingreifende Gesetze und Verordnungen zu verhindern, brauchen wir Kandidatinnen und Kandidaten im EU-Parlament, die sich dafür einsetzen, unsere Bürgerrechte zu schützen und zu wahren. Daher geht auf wepromise.eu, unterschreibt das Wahlversprechen und geht zur EU-Wahl.